Maigovannen, Baldur's Gate, Nellet, Mellen. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück zu Baldur's Gate 3. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, ich bewege mich zurück in den Keller im zerstörten Dorf, denn eigentlich dachte ich, dass Astarion auf dieses komische Gemälde reagiert hat. Wo ist es denn? Ich glaube, Gale hat das. Hier, dieses Markt mit Staubwedel. Es ist mit Sicherheit nicht das Bild gewesen, das ist mir jetzt klar. Das war irgendwas im Keller. Da hat Astarion mich darauf aufmerksam gemacht, aber ich habe irgendwie nicht geschaltet. Ja, ich habe irgendwie gedacht, es ist das Gemälde, weil gerade in dem Moment habe ich das Gemälde aufgehoben, aber da scheint noch irgendwas im Keller zu sein. So, und ich würde noch einmal kurz beim Händler hier versuchen, noch ein paar Sachen loszuwerden. Fall der Säure, du meine Güte, Magierbannöl. Tränke haben wir ohne Ende. Vielleicht müssten wir einmal kurz sortieren. So, und zwar Heiltrank. Heiltrank. Schriftrolle wiederbeleben. Haben wir auch. Ich habe 19 Heiltränke. Boah, Junge, Junge. Ja, okay. Ich kann ja ein bisschen aufteilen. Ne? Ich teile mal ein bisschen. So, mach nochmal 2. Bestätigen. So, dass jeder 4 hat. Ne? Wäre ja ein bisschen fair. So. Nochmal 2. So. Da ist auch noch einer. Du meine Güte. Hä? Verdächtiges Gift. Ach, das ist gar kein Heiltrank. Das ist Gift. Ach so. Sieht genauso aus. Oh, da muss man aber aufpassen. Da muss man aber wirklich aufpassen. Lass dich nicht täuschen. Dieser Trank hilft nicht, sondern schadet. Ja, ich hab's echt gedacht, ich hätte das jetzt hier zu Heiltränken gepackt. Du meine Güte. Ja, schon drauf reingefallen. Okay, so. Dann natürlich Kerzen. Wenn's überhaupt was bringt. Also im Moment habe ich das noch nicht einmal benutzt, aber egal. So. Dann haben wir natürlich Diebeswerkzeug und so weiter und so fort. So, Fackel, Gold. So, hier die Briefe. Die wollte ich ja noch abgeben. Harter Brief, sanfter Brief, persönliche Nachricht. Selunitischer Gebetszettel. Ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. So, Elixiere. Die packe ich wahrscheinlich hier besser mal zu Gale rein. Schriftrollen. Kann der auch verwalten? Junge, Junge, ich muss hier irgendwie aufteilen. Das geht so nicht. So, Fackel, Schaufel. Habe ich eigentlich noch eine Schaufel? Da unten. Okay. So. Nein. So. Okay, das sieht doch schon viel besser aus. Dann erstmal diese ganzen Questgegenstände. Wir haben jetzt hier das Goblin-Gemälde. Diese auf kindliche Art und mit dicken Kohlestrichen gezeichneten Linien auf Tierhaut stellen 3 Strichfiguren dar. Einen Goblin mit Funken in den Händen, eine eckige humanoide Figur und eine Figur, die wie ein Elf aussieht. Alle 3 tragen eine einfache Krone. Aha. Okay, das müssen wir uns merken. So, dann ist die Frage. Also Karlach steht ja auch auf Stoffbären. Die kriegt auf jeden Fall meinen Stoffbär, ne, damit sie ihren nicht ganz so vermisst. So, und dann würde ich erstmal hier die Elixiere und Tränke alles dem Gale geben. So, da haben wir Trank der Geschwindigkeit, Magierbannöl, Trank der Geschwindigkeit. Nochmal, das kann man doch... Ja, genau. Zusammenfassen. Schlichtes Gift. Einfaches Gift. Elixier der Giftresistenz. Das müsste eigentlich hier irgendwo rein. Wiefern-Gift. Okay, also. SG11. SD4. Ich mache hier mal Gifte. So in die Reihenfolge. Also das sind alles Gifte. Ne? Dann haben wir Elixier der Hügelriesenstärke. Giftresistenz. Arkane Kultivierung. Und Pilze. Ach komm,
Karlach steht doch auch auf Natur, dann bekommt ihr hier natürlich diese ganzen Essenssachen, ne? Pilze, Vorratspakete habe ich auch viele. Was habe ich hier noch alles im Reiserucksack? Du meine Güte. Hyänenohr. Danke für die Geschwindigkeit. Habe ich da nicht auch schon welche von? 10. Das nehmen wir mit rein. Okay. Muss das, glaube ich, schon ein bisschen größer ziehen. Ah ja, geht doch. Warum denn auch nicht? So, Trank des Schlafs. Das packe ich hier mit rein. Trank der mächtigen Heilung. Säurefiole. Schleudere eine Säurefiole, die beim Auflassen explodiert. Okay, das kann man vielleicht hier noch mit reinpacken. So. Trank des Federnfalls. Fall der Säure. Kommt hier hin. Bronzebarren. Das ist auch wertvoll. So, das Bild halt nicht, ne? Also, insofern, so, Gegengift. Lass ich mal da. So. Warum sind die Vorratspakete hier mittendrin? Warum sind die nicht hier drin? Passt doch eigentlich in den Rucksack, oder nicht? Okay, na denn. So. Das Eulenbeeren-Ei muss ich dann auch irgendwann verkaufen, aber ich glaube, das ist so teuer. Das kann sich ein Händler gar nicht leisten. So, das kommt zu Waren hinzu, das kommt auch zu Waren hinzu. Ach herrlich, haben wir wieder aufgeräumt, haben wir wieder sortiert. Wie schön. Ja, dann gucke ich mal ganz kurz, ob der Händler hier noch was anzubieten hat. So, und dann in den Keller. Wie gesagt, also ich glaube, Astarion hat da was entdeckt und ich bin dran vorbeigelaufen. Ja. Always happy to help those who follow the first circle. Ja. So, Waren verkaufen. So. Mal gucken, was er noch hat. Vielleicht sollten wir magische Gegenstände kaufen für Gale, falls er die braucht. Das wäre doch gut, oder? Ich glaube, magische Gegenstände sind doch hier alles sowas. Drachengriff. Zauberdieb, okay. Regentänzer. Wasser erschaffen. Ja, warum auch nicht, ne? Alles klar. So, dann gucken wir mal. Wir haben ja genug Geld. Ich mache hier einfach mal Regentänzer und Zauberdieb. So. Das sollte ja reichen, ne? Dann kaufe ich das für Geld. So. Bitteschön. Sylvanas be with you. Ja, wir haben die Kohle, ja. Was soll's. Außerdem möchte ich jetzt nicht meinen tollen Helm Geld geben. Ich weiß nicht, wie viele magische Gegenstände der noch braucht, aber jetzt haben wir auf jeden Fall 2 schon mal im Petto. So. Alles klar. Ach, schön. So. Lässt nicht wieder verkehrt laufen. Das kennen wir ja alles. So. Hier ist noch ein Bereich, der so dunkel ist. Was ist denn hier? Hier ist noch ein sehr dunkler Bereich. Komme ich hier rauf? Ach, hier komme ich rauf. Ach, guck mal an. Hier, noch was zu entdecken. Zerklüfteter Fels. Ah. Oho. Ja, das müssen wir auch noch alles entdecken hier. Da bin ich irgendwie dran vorbeigelaufen. Balsam. Genau. Oh, 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 eine Leiter. Da geht eine Leiter rauf. Hup. Ah, sehr schön. Ein Skelett, Lagerfeuer, Holzfass. Cool. Inside.
My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Oh Gott. Oder der andere. Wahrscheinlich genau der andere. das. Irgendwie habe ich sehr viele Alarmglocken an jetzt gerade. Verschwindet, solange ihr noch die Beine habt, die euch tragen. Freundliche Worte, aber wenn ihr mir drohen wollt, tut es gerade heraus. Freut mich, ich heiße Adaline. Charmed, I'm sure. In more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. Mhm. Oh, die Musik. Okay, ja, ich glaube, ich liege richtig. Nach deiner Waffe greifen? Ich glaube nicht. Bring mich sofort zurück. Nö. Nettes Dekor. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed. Oh, lecker. Lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Mein letztes? Wieso? Ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Ja. Wie kommt ihr darauf? Eure Spielchen sind so ermüdend. Führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Ihn ignorieren und deinen Teller beladen? Also, ich reagiere jetzt mal aus dem Bauchgefühl heraus, ne? Apropos Bauch, ihr total ignorieren und wo ist der Teller? Ich bin die Erste. So, Mahlzeit. Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. Ich wusste es, ich wusste es. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Okay. Warum glaubt ihr, dass ich gerettet werden muss? Warum wollt ihr mir helfen? Warum wollt ihr mir helfen? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all. Like that. Ja. Ich würde alles tun, um die Larve loszuwerden. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin nicht so irre, einen Pakt mit einem Teufel einzugehen. Dann halt mich oder sterb durch meine Hand. Ja, ich bin noch nicht so irre, einen Pakt mit einem Teufel einzugehen. And what is madness but a denial of reality? Still. I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg,
borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Ja, ganz ehrlich, dann sterbe ich halt. Ne? Das Leben ist halt so. Irgendwann ist man tot. Ich versuche das, aber ich gehe doch keinen Pakt mit dem Teufel ein, nur weil ich dann sterben könnte. Boah. Bringt mich zurück und danach will ich euch nie wiedersehen. By all means, bite the hand that feeds you, while you still have teeth. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Nee, Moment, wo ist das Essen? Der Hunger schwindet nie. Adeline ist inspiriert. Okay, eine halt eine Inspiration. Gegenstände halten. Drei Gegenstände. Ja, cool. Wir haben es uns eingepackt. Na also. Ja, lecker. Schön. Also, haben wir es uns zum Mitnehmen eingepackt. Ist doch auch gut. Also, das war der Teufel. Raphael. Aha. So war ich. Skelett. Silberanhänger. Göttliche Führung. Erkenntniszaubertrick. Ah, das ist auch wieder was für Gale. Necklace has a harper sigil. Why were they here? Ein Hafnersiegel. Das war ein Hafner. Okay, aber. Oh. Eine Felsspalte. Elixier der Rindenhaut. Rüstungsklasse wird auf 16 erhöht. Cool. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. Hm. Dich auf den natürlichen Rhythmus der Spinnen einstellen. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Ah, sehr gut. Sanft mit den Spinnen sprechen, in der Hoffnung, sie zu beruhigen. Oh, super. Kritischer Fehlschlag. Nochmal neu. Oh, gerade so. Your voice draws their attention. They are suspicious, then curious, and finally at peace. One by one, the spiders retreat to the rear of the crevice, lulled by your murmurs. Mutig nach dem Beutel greifen. You stash the bag. Something clinks among the coins. Sonderling, lange Finger. Karlach ist inspiriert. Ja, schön. Ja, ich bin eine totale Inspiration. Nicht nur für den Teufel. Gegenstand erhalten, Beutel. Ah. 13 Gold und ein Spinneneiersack. Etwas, irgendwelche Dinger zappeln in der klebrigen Hülle. Okay. Und der Beutel ist auch gut. Schlichte Ledertasche, oben mit geknoteten Kordeln geschlossen. So einen Beutel wollte ich schon immer mal haben. Und dann das Gold wegschmeißen. Schön, ein Hammer. Jawohl. Hier ist nichts drin. Da oben steht auch noch eine Kiste. Eine schwere Truhe. Und was für eine Aussicht. Gold- und Bronzepokal. Cool. Schön. Ja, warum denn auch nicht, ne? So, aber ich glaube, mehr ist hier nicht. Ich mach das Lagerfeuer mal aus. Ne? Ist ja sowieso keiner hier. So. Ah, was für eine Begegnung, oder? Boah. Junge, Junge, Junge. Aber was hättet ihr gemacht? Ich meine, ihr hättet doch auch eingepackt, was ihr könnt, oder? Das sah doch total lecker aus. Und er hat ja nicht gesagt, dass man die Seele dafür opfern muss, ne? Also, das war ja quasi für umsonst, ne?
So. Das war teuflisch gutes Essen. So. Haha. Like a brisk stroll through the forest to invigorate the spirit. Genau, zügig durch den Wald. I was just thinking the same thing, but less poetically. Without so much as a stirring from our tadpoles. Cool. A girl could get used to this. Wieder ein Schwein. Und das ist das gleiche. Oh, ich habe gedacht, schon wieder ein Schwein. Ja, Karlach, kannst du das mal aufheben? Nee, aufheben. Aufheben. Es hat sich aufgelöst. Ist das Blut? Nein, never mind. Was cooking? Wo ist denn das Schwein hin? Ach. Ich hatte das einfach so im Inventar drin. Was? Ah, es lebt noch. Ja, es freut sich. Oh, hoppala. Okay, also Karlach ist so stark, dass sie einfach Sachen mitnehmen kann. Das gibt's ja gar nicht. Okay, gut. Wir müssen zurück zum Dorf. Okay, also Karlach mag es. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. Okay, so auf in den Keller. Was haben wir verpasst? Und ich glaube, jetzt bin ich auch so mutig, mit den drei Trollen, sag ich mal, da hinten zu reden. Okay, okay, oh, was ist los? Was passiert? Nicht schon, ja, ist gut, dass ich die Sachen habe. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Jetzt schon? Jetzt schon? Okay. Hier, das ist das billigste, glaube ich, Silberanhänger, bitte. Thank you. Das ist noch umsonst. Die anderen kosten dich dann. It is a strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. But this doesn't feel quite right. I mean, it never feels right, but it relieves. This doesn't relieve. Oh. Mm. Okay, schlechter Stoff oder was? Oder, was mache ich nur? Gell, was geht hier vor sich? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle. The fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Ja, kein Problem. Oje, oje, das wird immer schlimmer bei Gale. So. Okay, erstmal in den Keller runter. So, was habe ich übersehen? Was war hier? Ich habe hier immer das Gefühl gehabt, dass der Schrank hier sich bewegen lässt. Und ich glaube, hier hat Astarion auch gesagt, ah, was ist das? Also, der Schrank ist mit Sicherheit irgendwie eine Geheimtür. Aber wie geht die auf? Wie geht die auf? Ob das das gleiche hier mit den Kerzen ist? Ich meine, ne, Kerzen öffnen Türen, das wissen wir. Ich mache einfach mal ein bisschen mehr Licht. Wir bringen ein bisschen Licht in die Dunkelheit. So. Wer weiß, wozu es gut ist. Und vielleicht sehen wir ja auch irgendwas. So.
So, Kerze. Oder ist das hier eine Tür? Nee, das ist ja gemauert. Hoppla, ich wollte nicht durch die Wand gucken. Tja. Da ist noch eine Kerze. Tja. Jetzt wüsste ich auch nicht. Hier, ein Hebel. Na also, Heurika, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Alles klar. Was ist das denn? Knochenkappe. Boah. Ekelhaft, so ganz vorsichtig. Don't mind if I do. So, Vitriol aus Knochenkappe. So, ganz vorsichtig. Ja. Nein. Nein, 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 nein. Das sind alles Särge. Oh, ich glaube, das ist gefährlich. Ich glaube, das ist ganz gefährlich. Okay. Es ist eine Höhle mit Särgen. Ein Tisch mit Avi, Azut und andere Götter 2. Eine Picke und Schaufel. So. Hier geht's auch weiter. Okay, ich will nicht zu weit nach vorne gucken. Ist die Frage, wie gehe ich da vor? Ich habe irgendwie Angst, hier den Sarg anzupacken. Vielleicht mache ich das vorsichtshalber in Tiergestalt. Weil das, ich habe hier richtig die Alarmglocke an. So. Und es speichert. Okay, es speichert. Das ist kein gutes Zeichen. So, dann gucken wir mal. Ganz vorsichtig hier rein. Ich habe das Gefühl, dass gleich alle Särge aufgehen, sobald wir hier irgendwie in der Mitte sind. Ich schaue mal vorsichtig in den ersten Sarg hier rein. Ja, ich hab's ja geahnt. Nein! Oha! Hä? Nein, 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 nein! Oh! Kettenreaktion. Alles klar. Okay. Au, mein Hintern! Oh! Super! Eine Skelettparty. Nein, Gale! Oh, boah, sind die fies. Schaut euch das an. Haut drauf! So, komm, wir schubsen den mal ein bisschen. So. So, hoffentlich hast du deine Knochen nummeriert, mein Freund. So. Hat noch 2 Lebenspunkte. Oh, war gut, dass ich schon in Bärengestalt bin. Alles klar. So, zeig mal, was du drauf hast. So, nummeriere deine Knochen, Skelett. So, das wird kritisch. Jawohl, alles klar. Sehr schön. So, und am besten nochmal einen Heiltrank hinterher. Jawohl. Ah, nimm das. Klar, alles klar. Direkt zum nächsten Sarg, ne? Super! Oh, ouch. Ja. Komm, rein in das Getümmel. Rein ins Getümmel. Vorbereiten. Das ist das Verkehrte. Durchbohrender Schuss. Klaffende Wunde auf Skelette, weiß ich nicht. Okay. Hab ich schon gedacht. So, komm, stell dich mal in die Sonne. In der Hoffnung, dass die sich nur auf dich konzentrieren. Yes! Ein Haufen Knochen nur noch. Haha. So. Boah, der ist so stark, der Gale. Richtig krass. So. Heilung, Mondheilung. Stufe 2, 2 bis 16 heilen. So. Nein, 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 nein! Oh.
Autsch. Fall des Ilmater? Was? Was haben die da für krasse Sachen drauf? Okay, sind jetzt alle da? Ja? Alle Skelette? Nein, nicht Gale. Ha. So. Komm schon. Rücksichtsloser Angriff. Okay, komm schon. Jawohl. Das war gut. Ist sie müde? Raserei? Kampfrausch des Barbaren. So, um im Kampfrausch zu bleiben, musst du in jedem Zug einen Gegner angreifen oder Schaden erleiden. Alles klar. So, ich glaube, sie muss aber eher heilen, aber ich glaube, einen Schlag kann ich mir leisten. So, sehr gut. Super. Genau, da hast du genau den falschen Magier ausgesucht. So. Nothing will stand in my way. Genau. Ah, nur noch ein Haufen Knochen. Need to find a way forward. So, ich stelle mich mal ein bisschen in den Weg, ne? Oh, ouch. Geschoss fangen! Gale! Ja, aber doch nicht mit dem Kopf fangen! Well, well. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie cool! Alles klar. So. Alles gut. Oh, super. Nein, das war ich! Mist! Ich wollte eigentlich Karlach heilen. Oh Mist, verdammter. So. Magisches Geschoss ist so cool. Torminok. So, komm schon. Bärentanz. Ja, jetzt abhauen, ne? Oh, alles klar. Yo. Oh, krass. Oh, Kick. Super. Sehr schön. Unleash me. Ja, ich entfessel dich jetzt. Komm schon. Überbande jetzt hier schön. Ja! Juhu! In den Staubskelette. Junge. Boah, wie krass war das denn? Wie krass ist das? Okay. Ja, ich glaube, Tiergestalt kann ich aufgeben. So, puh. Oh, super gemacht, Leute. Super klasse. Ich wusste es ja. So, hier ist noch ein verrottener Sarg. Wer macht ihn auf? Oh. Er ist leer. Ein Glück. Ich kann ihn auch nicht mitnehmen, okay. So, erstmal die Knochen hier durchgeschaut. Ein paar Waffen. Da gucke ich mal in Ruhe nochmal im Inventar, ob wir was brauchen. Suspension aus Bullywug-Trompete. Aha. Ah, ein Erdhaufen. Gucken, was drin ist. Bitte kein Sarg. Mhm. Okay. Na, da. Da war doch gerade da Truhe. Ja, genau. Schriftrollen. Auch nicht schlecht. Ein Bogen, was ist hier? Dunkles Tagebuch. Sechste Nachtal 1371 TZ. Ich bete nicht zu den Göttern. Aber wie durch ein Wunder glaubt dieses Dorf, dass mein Lehrling und ich einfache Heiler sind. Die Tätowierungen auf meiner Haut sind verborgen, die roten Roben sind weggesperrt und mein Labor gesichert. Ich habe das Wort Tai seit meiner Ankunft nicht gehört und mein Lehrling kennt mich als Ilin Tod. Dieser Ort ist nicht ideal für meine Forschung, aber ich werde nie wieder nach Hause zurückkehren können, jedenfalls nicht nach dieser Flucht. Ich würde getötet und Schlimmeres würde folgen.
Die Arbeit hier ist einfach und ermöglicht mir, meine Forschung nachts fortzusetzen. Der Fortschritt ist jedoch langsam. Die Wiederbelebung scheint leicht zu sein, aber die Wiederherstellung des Lebens, das bleibt mir verwehrt. Das Buch enthält die Magie, die ich brauche, wehrt sich aber unerbittlich. Wie mein Lehrling auch. Wenigstens hat es mir mein Vertrauter ermöglicht, Leichen zu beschaffen, ohne Verdacht zu erregen. Das wird alles dauern. Werden mich die Zulkire befinden, bevor ich sie zurückbringen kann? Ich weiß es nicht, aber wenn sie kommen, müssen sie sich den Wächtern stellen, die ich geschaffen habe. Okay, alles klar. Das sind die Wächter. Ich nehme das Buch mal mit, ne? Ich nehme es einfach mal mit, so. Irgendwas passiert jedoch noch. Ich glaube, da hinten geht's noch richtig krass weiter. Da scheint ein böser Magier oder sowas hier Experimente gemacht zu haben oder was auch immer. So. Avi Azut und andere Götter 2. Azut die Magier lenkt, die lernen ihr Leben lang. Ihre Zauber er ihnen schenkt, doch zu Mystra führt ihr Drang. Bane, der Tyrann, die schwarze Hand, nährt der starken und grausamen Macht, verbreitet Dunkelheit im Land, bis alles wird zu finstrer Nacht. Beshaber erzürnt, wer nicht spurt, wer nicht spricht ihr Gebet, von Tymora getrennt bei Geburt, für Pech und Unglück sie steht. Alles klar, okay, nehme ich auch mit. So, Pickel. Ja. Der ehemals agile Wächter. Schön, alles klar. So, da war nichts mehr drin. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich würde hier erstmal nicht weiter. Wir müssen uns ausruhen. Ich bin auch ein bisschen ängstlich jetzt gerade hier. Da geht's noch zu einem verzierten Spiegel. Okay, das wird noch sehr interessant, glaube ich. Hilfe. Aber ich würde hier erstmal ganz kurz ins Lager zurück. Wer weiß, was passiert, ne? Erstmal ausruhen. Oh! Ein toller Lagerplatz. Die Bathöhle! Cool! Na also, läuft doch! Ich bin Batman. Haha. So, Reisetruhe, da ist nichts drin. Ja. Fledermäuse sind auch meine Freunde, ne? Gut, ich würde sagen, ich ruhe mich aus und dann schauen wir mal, was da hinten so abgeht. Tag beenden, jawohl. Hellsfire. She's coming. Will, you've been naughty, and you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Na super. Ich wusste, da stimmt irgendwas nicht. Wer in den neuen Höllen seid ihr? Ihr seid ja ein leckeres Ding. Gottverdammte Teufelin, raus aus meinem Lager. Ja, das ist gut. Now? But I'm just getting comfy. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora, and at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, section 9. Targets shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria, pet. Trust me on this. Super. Weh, ihr krümmt Karlach auch nur ein Haar.
Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the Hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Okay, also das habe ich nicht erwartet. Oh mein Gott. Glad to have an ally. Gods damn her, straight back to the Hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. Super. Was habt ihr erwartet? Sie ist eine Teufelin. Kein Inbegriff der Ehrlichkeit. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Tja, was sind die Bedingungen von eurem Pakt? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Okay. Puh. Oh, Kratzer. Hope you're keeping well, friend. Ja, es geht so, ne? Teufel im Lager, ne? Aber du bist süß. Bitte verwandle dich nicht, okay? Gut, danke. Junge, Junge, Junge. Okay, ja. Darf ich sagen, dann ruhe ich mich aus. Ab ins Bett. So, Autoauswahl, das ist gut. Nicht das Eulenbären-Ei. Ach, ein Glück. Ja, dann machen wir uns auf den Rückweg in den Keller und dann geht's dort weiter. Das seht ihr aber dann in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen und sage bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut. Oh, wirklich voll die Bad-Höhle hier. Bis bald. Ciao, ciao.